Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Desert Worlds DLC. Wir sind bei der nächsten Mission El Agheila und anscheinend wäre hier irgendwo auch die Möglichkeit gewesen, einen alternativen Pfad freizuschalten und also nicht nur den historischen zu spielen. Zumindest sieht es so aus. Also es gibt eine Liste mit den Missionen, habe ich bekommen, unter anderem auch mit dem Key, wo alles aufgeführt ist. Und ich kann mir vorstellen, wir hatten ja in der letzten Mission etwas, wo man ein Ziel hätte erobern müssen, was aber nicht geklappt hat, dass vielleicht das die Möglichkeit gegeben hätte, den historischen Pfad zu verlassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wie auch immer, wir haben jetzt, glaube ich, noch drei Missionen mit dem 30. Chor vor allem und am Ende schaut nochmal das 10. rein. Und im alternativen Pfad hätten wir am Ende nochmal eine Schlacht gehabt mit allen. Ich meine, schade, gerade der 13. hat doch eigentlich eine Menge schöne Sachen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich der 30. schlägt. Hat ja immer auch schon eine Menge Kommandoreichweite und kann auch notfalls sehr gut notversorgen. Trommels Niederlage bei El Alamein zwang ihn die Torch-Landung in Marokko und Algerien, alle Hoffnung auf Verzögerungstaktiken in Kriaraneika aufzugeben. Stattdessen führten die kläglichen Überreste des Afrika-Korps einen monatelangen Rückzug bis zur Position bei El Agheila aus. Hier bot sich nur ein schmaler Vorstoßbereich an der Küste. Doch wie so oft in Nordafrika war die Wüstenflanke offen und bot Montgomerys 8. Armee die ideale Gelegenheit zum finalen Angriff. 30. Korps, 9 Routen. Wir haben ein Bonusziel. Ist die Bedingung, ja, dann fürs nächste Szenario. Am besten würde ich tippen mal wieder eher jetzt auf eine kleinere Schlacht. Die aber trotzdem eine ganze Weile geladen wird. Ah. Sehr schön. Rommel hat auf dem Rückzug von El Alamein den Großteil seiner Infanterie verloren. Seine verbleibenden Kräfte sind überwiegend kleine Eliteeinheiten, die Überreste seiner versprengten mobilen Divisionen. Hier in El Agheila erlaubt das Gelände bei so kleinen Streitkräften ein Gefecht, da die wichtige Küstenstraße durch mehrere Geländeverengungen verläuft. Folglich rät das Middle East Command von einem Frontalangriff an der Küste ab. Die Wüste weiter im Inland stellt ein ideales Gelände für eine Flankierungsbewegung deiner Kräfte dar. Wird der Gegner mit einem solchen Vorstoß konfrontiert, so ist mit seinem Rückzug zu rechnen. Okay, Ah, da sind noch ein paar. Ich dachte gerade schon, dass hier vorne alle Einheiten. Wir kriegen ja auch keine weiteren, leider. Dann muss das wohl irgendwie reichen. Gegner kriegt aber auch keine. So, ja, wir sollen hier entlang, wie man dezent mitbekommen hat, durch die Wüste flankieren, wo hier ja auch einige Ziele sind. Und hier ganz, ganz draußen in der Wüste, da wäre unser Bonusziel. Bei Luftaufklärung, aber kein Bomber. Ah, der Weg bis Zug 1, steht das da wirklich? Wenn man denn da reinkommt. Hier hinten ein paar Ziele. Also, so wie die Bonusziele liegen, wird es sich ja lohnen, eine Einheit hier wirklich komplett durch die Wüste zu jagen. Ja, das kann hier heiter werden. Mal sehen, was hatte. Oh ja, immerhin noch ausreichend. Da hat sich doch gelohnt, zuletzt noch einiges an Einheiten hier einzusammeln. Wenn man jetzt alles noch an Spezialisten hat, die Panzerbrigade haben wir noch eine Weile. Den jetzt für diese und die nächsten beiden, also für die finalen Missionen. Okay, und der geht schon eine Mission vorher, ist aber jetzt immer noch da. Denke ich, dann rüsten wir euch alle hier schon mal auf. Hier ein bisschen Erfahrung, was natürlich nicht ganz optimal ist. Wir gehen jetzt auf 3. Wer will noch Spezialisten? Wer kann noch Spezialisten? Hier haben wir einmal noch einen Panzer. Meinetwegen
hier noch erhältst und ihr hier vorne dürft sonst auch noch gerne einen Spezialisten erhalten. Auswahl. Sogar zwei Pioniere. Aber nicht, die gehen ja immer so schnell drauf. Sind verschanzte Gegner. Wenn sonst einer einen Pionier kriegt, der Panzer, könnten wir noch eine Pack geben. Oder ein Aufklärer. Das ist ja für Panzer auch mal ganz nett, die vorfahren. Also, da bin ich froh, dass wir noch große Reserven hatten. Ansonsten, wie läuft unsere Versorgung? Hier über einen LKW-Punkt und da steht ein 5er-Punkt dran. Ja, da dann aber auch schon so langsam zu Ende ist. Ich meine, wenn wir hier irgendwie um die Wüste umgehen sollen, kann das heiter werden. Die Gegnerische, die haben da einen LKW-Punkt. Hier vorne schon keine Versorgung mehr. Das ist auch faszinierend. Wenn wir einen durch die Wüste schicken, würden wir hier unten noch einen LKW-Punkt freischalten. Eben sind wir in der Vorbereitungsphase. Aber wenn wir hier... Wenn wir durch die Wüste flankieren, wenn wir hier darüber einen Tick mehr Reichweite in die Wüste kriegen und hier noch sonst noch rausnehmen. Das macht bis jetzt keinen großen Unterschied. Einen rausnehmen. Ich muss ja nur die da drüben versorgen. Und hierhin. Also gut, das macht keinen großen Unterschied. Und du mit deiner riesigen Kommandoreichweite, du musst wieder nur halbwegs in Reichweite behalten. Ich weiß gar nicht, ob die angreifen sollen oder sich hier nur verschanzen und halten, während die anderen durch die Wüste vorstoßen. Wir sicherheitshalber mal hier verschanzen. Sonst greifen die halt trotzdem nächst dann doch an. Hast du nicht mehr alle in Reichweite? Und da hättest du die bis hierhin noch, auch noch in Kommandoreichweite und hättest hier in die Wüste rein auch noch eine Menge. Und die ganz hinten fahren dann ja eh vor. Also Marderweg in Zug 1. Ich verstehe. Ich hätte sonst gedacht, das ist so eins der Ziele, die man nur, vielleicht nur erreicht, wenn dann im vorangegangenen Szenario schon den nächsten Fortschritt gemacht hätte. Weil unser Kuh kann massiv notversorgen, das heißt, ihr könnt ihr eigentlich alle ruhig Vollgas geben. Schauen, wie weit ihr so kommt. Ja, sonst du schon mal los. Du riskierst einfach, ob du da reinkommst. Extra nebenbei noch einen feindlichen Panzer. So, ich würde sagen, ihr fahrt auch. Du kannst ja vielleicht sonst hier entfahren und noch ein bisschen die Gegend sperren, dass die Panzer nicht irgendwie auf unsere Hakudos gehen oder solche Scherze. Hier geht sonst auch alle von da Gas. Jetzt ist die Frage 4-0. 4-0. Artillerie wahrscheinlich auch nichts. Sicher nichts. Die Scheinangriffe versuchen. Aber das würde ja alles noch ausregeneriert werden. Im nächsten Zug. Jetzt nicht, ob sich das wirklich lohnt. Mal versuchen. Das ist ja auch nicht die Verschanzung, aber die haben ja halt hier immer noch. Ja, ich glaube, da soll man gar nicht groß angreifen. Da bräuchten wir wahrscheinlich Bomber dazu oder sowas. Ah, und die Kommandoreichweite ist also hier durch die Wüste auch insgesamt eingeschränkt. Ich hatte ja sonst, glaube ich, schon 12 Felder freigeschaltet. Okay, da muss man dann in den nächsten Zügen auch irgendwie schauen. Halt die Straße erobern, aber dafür
Und die hier weg, also es wird kompliziert. Versorgung bis da vorne, wir könnten auch theoretisch noch schauen, Saku noch ein paar Felder ranzubringen. Hast du den immer noch nicht in Reichweite, aber er könnte einfach dahin fahren, sich eine Versorgung abholen und dann weiterfahren. Die ziehen sich zurück. So, das Akku wird jetzt wahrscheinlich eine Menge versorgen und ihr jetzt zumindest schon mal ein bisschen hinterher. Dann müssen wir mal schauen. Ich bin ganz froh, dass die Notversorgung so günstig wie möglich ist gerade. Du deckst immer noch den Panzer da drüben. Also es ist auch die Frage, wer im Zweifel durch die Wüste heizt. Man versucht das Bonusziel zu sichern. Der wird ja wahrscheinlich an der restlichen Kampagne hier nicht mehr effektiv teilnehmen können. Weil er eh schon hier vorne steht. Das wäre aber natürlich leichter, wenn die Straße hier ein bisschen erobern würde. Diese verschanzten Panzer hier haben wir meist eh keine Chance. Unsere Infanteristen hier, die werden einfach zu langsam hindurchzulaufen. Na gut, wie stark wäre denn hier der feindliche Panzer? Auch verschanzt. Sag mal, wie extrem soll man denn hier über die Wüste gehen oder soll man noch hier so komplett drumherum fahren? Das Ganze abschneiden, habe ich langsam fast das Gefühl, wenn man sieht, wie das hier aussieht. Bis wohin hast du Kommandoreichweite bis dahin? Heißt, wenn du zum Beispiel hier entlang heizt, dann wärst du noch ein Kommando drin. Das natürlich hier Ärger machen und ihr lauft, also solange ihr Kommandoreichweite habt, dann auch einer der Infanteristen zumindest nach Marada und wir müssen wirklich nochmal sehen, ob man da einen wirklich durch die ganze Wüste hauen möchte. Du bist meinetwegen dahin und ihr könnt jetzt auch nicht mehr so viel machen. Ja, jetzt einen Infanteristen nach vorne schicken könnte auch provozieren, dass hier die feindlichen Panzer sich bewegen. Aber dann wären die zumindest nicht mehr verschanzt. Denke ich mal, deutlich besser zu schlagen. Ah, und ich sehe, die haben da drüben auch genügend Panzer. Was dafür sprechen würde, noch zu eher zu versuchen, hier rumzufahren. Auch immer dann die Versorgung dafür eigentlich herkommen soll. Ah. Und dahin schickt, die würden ja eigentlich nur zusammengeschossen werden. Jetzt mal so stehen. Also du musst dir mal wieder sorgen und ihr kommt doch nicht da rein, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Also sollen wir wirklich hier ganz außenrum flankieren? Schick mir mal einen Panzer hier ganz, wird natürlich von der Versorgung her irgendwie schwierig und alles. Hier am Gegner geht ja zumindest auch schon langsam alles aus. Innerhalb der Versorgung. Ach nee, er ist nicht innerhalb der Versorgungsreichweite. So, und ihr könnt zumindest hier ein bisschen austeilen und hoffen, euch mal demnächst vielleicht nach Elagida durchzuschlagen. Na,
Ja, da gibt es natürlich noch das Akku-Upgrade, aber sonst lassen wir das und dich schicken wir auf eine Flankierung und überlegen demnächst, wo wir eigentlich noch deine Versorgung herkriegen könnten. Du könntest natürlich noch da unten rein sonst. Und hierhin, hol dir die Versorgung. Da steht einer drin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte ehrlich sagen, dass man das Ziel jetzt auch nicht mehr erreichen kann. Aber sonst wäre das natürlich der Panzer, der versucht, da irgendwie durchzuheizen. Gucken wir, dass der Kuh näher ran bekäme, aber dafür bräuchten wir diese Straße und da eine stärkere Versorgung. Gerade um den Pionier. Ihr doch schon mal hier weiter vor. Du kannst ja darauf hoffen, den vielleicht demnächst angreifen zu können. Wird man hier irgendwie doch irgendwie so mal eine Verbindung zustande, wer weiß. Ja, die greifen ja auch tatsächlich an, so viel der Einheit. Noch mal Notfall versorgt. Ich auch hier das akute Versorgungsproblem. Ich nehme mal an, Luftversorgung ist für diese Mission gedacht. Wäre zumindest wahnsinnig hilfreich. Ja, das Akku wird Menge versorgen. Und bei euch ist die Frage, könnt ihr hier irgendwie ein Ziel erreichen? Wenn ihr euch da rein stellt, einfach nur bald unsere Versorgung weg. Müsst ihr halt hier das einfach abschneiden und dann wäre es vorbei, aber dafür geht's jetzt einfach. Da ist eine Einheit drin. Na, da steht einer im Weg, da steht einer im Weg. Ist jetzt auch dieser Panzer, der wird im nächsten Zug hier nicht mehr angreifen können. Kann der da durchfahren zu dem LKW und sich da was holen? Riskier es mal, dass der sich irgendwie Versorgung organisieren kann auf dem Weg. Auch bei dem Kollegen, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Würde um 1 nicht reichen. Sagen, wenn ich von irgendwo magisch Versorgung erhalten, würde der Panzer dann hier nur drauf gehen. Nicht sein muss. Dann hol dir lieber von hier nochmal Versorgung ab. Dann 1-1, aber das reicht alles nicht. Mach mal da hin und ihr müsst irgendwie demnächst versuchen, da durchzukommen. Ui, mit dem 1-1, da geht auch eh wieder nur der Pionier drauf. Sucht ihr einfach ein bisschen den Gegner einzukesseln. Ihr habt einfach nicht die vernünftigen Angriffe und irgendwie den nächsten da durchzubrechen. Und ja, dann wird das schon irgendwie schief gehen. Ah, der klaut den LKW. Ist er dann also tatsächlich doch klug genug? Jetzt hat der Kollege natürlich ein Riesenproblem, wenn er den LKW nicht kriegt. Ach, aber er kriegt ihn zum Glück. Wodurch jetzt auch alle Feinde hier drüben eingekesselt sind.
Und jetzt kurzzeitig niemand hier so richtig Versorgung hat, was irgendwie lustig ist. Dann Zug 5. Zug 8, das ist noch realistisch von... Nee. Hier durch die Wüste ist unrealistisch, also das Bonus-Deal für den nächsten. Ja, weg. Wir müssten jetzt hier erobern. Luftversorgung. Faszinierend. Weißt du, dann kannst du dich hier ruhig in die Nähe stellen und hier demnächst diese Ziele noch einnehmen. Was haben wir denn noch? Der fällt raus. Zug 7 sollte drin sein, falls er nicht ein Feind steht. Und der hier unten fällt auch raus. Weißt du, müssen wir uns jetzt vor allem noch hier um diese Gegner hier drin kümmern. Ohne aber wie hier noch jetzt zu viele Einheiten zu verlieren. Und ein bisschen schauen, hier die Versorgungslinien wieder herzustellen. Du hast auf denen 1-0, das ist doch das im Prinzip, was ich suche. Nämlich ein Pionier weg, wer will die schon haben? So, jetzt hat das Akku hier wieder Platz. Die reduzierte Notversorgung ist eine wahnsinnig entscheidende Karte. So, jetzt vernichtet den irischen Panzer komplett. Und ja, der Kollege, was ist, wenn der sich jetzt die anderen vier LKWs holt? Das wäre sehr ungesund. Ah, noch ein feindlicher Panzer. Uns demnächst kümmern müssten, ja. Hier schon mal ruhig offensiv und hier. Ja, wenn der jetzt hier irgendwie außen rum fährt, der könnte richtig Ärger machen. Wir brauchen alle LKWs, um das Akku in Reichweite zu halten. Ich würde sagen, wir lassen es so stehen, hoffen, dass der nichts macht. Und arbeiten da sonst im nächsten Zug mit Notfallversorgung. Okay, der vernichtet den. Und fährt dann doch durch. Jetzt wird die Mission lustig. Als auch das Hauptquartier keine Versorgung hat, aber die Gegner haben ja auch alle keine Versorgung. Okay. Ein Problem nach dem anderen. Wir können aber hier sehr wohl diesen Streifen Land zurückerobern. Ziehen uns zur Not unsere LKW-Karte. Was es uns erlaubt, hier drüben einen LKW einzusetzen. Und jetzt ist natürlich die Logistik bei ihm blockiert, das war ja irgendwie klar, dass das passieren muss. Du gehst zum Beispiel da drüben hin und soll da die allermeisten demnächst von da versorgen. So, ja, und ihr müsst irgendwie eigentlich nur den da jetzt noch ausblocken. Hier so ein paar Kontrollzonen, dass der hoffentlich nicht zu viel anstellen kann. Und dann, ja, aber den kriegen wir erst demnächst. Agiler. Haben wir natürlich auch noch. Ich würde sagen, du schaust erstmal, ob du da reinkommst. Schade. Aber du holst ja den Spezialisten im nächsten Zug. Und die 20 Punkte noch. Jetzt einen Spezialisten ausgegeben zu haben, um einen Spezialisten zu kriegen, ist nicht ganz so ganz das Wahre. Jetzt ich denke ich. Ja, nähert euch hier ein bisschen an. Steht in der Versorgung drin. Dann wird schon schief gehen. Okay.
Okay, der fährt wieder auf die Straße drauf. Jetzt wird's echt unangenehm. Der KI schon gar nicht mehr zugetraut, sowas Kluges zu machen. Jetzt wird's unangenehm, weil sich ab demnächst dann ja auch die ganzen Einheiten anfangen aufzulösen. Mangelung dieser Straße nutzt der LKW nix. Also noch irgendwas zu bauen nutzt auch nichts. Und wir werden den ja mit diesen Einheiten hier auch ziemlich sicher nicht los. Was war vielleicht mit dem? Ja, der hat einen 2-0. Das ist aber dummerweise nur zum 1-0 wird. Müssen den jetzt eigentlich so sicher wie es geht vernichten. Ah, das Luftversorgung ist eh nur einmal pro Runde. Ich werde das mal eben umstellen, dass sie auf jeden Fall hier dieser Straße wie möglich. Ich könnte jetzt eigentlich noch da oben lang fahren. Wenn die Straße gar nicht so sehr halten, wie es jetzt eigentlich nötig wäre. Jetzt das Hauptquartier und du stellst dich dahin. Und entweder werdet ihr jetzt im nächsten Zug versorgt oder ihr geht alle drauf. Beginnt die Armee sich aufzulösen. Aber du hast noch die Power hier anzugreifen. Vernichtet. Was ist denn das? Warum musst du die ganze Zeit hier überleben? Dann hinten. Und zwei Höhle von hier demnächst hier hinten kommen und das Ziel erobern. Aber jetzt gilt es entweder Versorgungspunkt zu halten oder es gehen alle drauf. Also, du stehst hier. Der ist hier Kontrollzone. Er kann dahin, aber nicht in die Stadt. Stehst du hier mit der Kontrollzone? Hier haben wir eine Kontrollzone hier. Hier schon irgendwie massiv außen rumfahren und kann da meines Erachtens jetzt nicht mehr rein. Schauen wir mal, warum es doch kann. Ein LKW ist wieder da. Wie schön. Aber eigentlich keinen großen Unterschied. Aber hätte es doch Kontrollzone gewesen. Warum hat er hier keine Kontrollzone gewirkt? Ja, jetzt wird die Mission natürlich noch lustiger. Hättet ihr den mal schon im letzten Zug vernichtet? Ja. Toll, die ganze Einheit damit quasi vernichtet. Wo ist auch. Ja. So viel dazu. Der kriegt natürlich auch nicht den ausreichenden Angriff und damit ist das hier einfach irgendwie alles bescheuert gelaufen, ehrlich gesagt. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass der seine Kontrollzone aufs benachbarte Feld wirkt. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Geländeeffekt oder war er zu geschwächt. Aber sonst hätte man natürlich auf jeden Fall den in die Stadt stellen müssen. Und jetzt wird das Szenario auch nicht mal gewonnen. Irgendwie alles
blöd gelaufen. Na gut. Ja. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, weil ich glaube, ich habe einfach eine Regel übersehen, wann eine Kontrollzone wirkt und wann nicht. Und sonst hätte ich den natürlich da reingestellt, dass ihr soweit zugestellt gehabt, dass genau das, was jetzt gerade ist, nicht passiert wäre. Und jetzt kann es noch nicht mal gewonnen werden. Das heißt, ich werde jetzt eben nochmal spielen und dann hinten dran schneiden, wenn es gewonnen ist. So, das war jetzt irgendwie schon ein schneller Durchmarsch. Wenn man eine Mission kennt, wird alles nochmal drastisch einfacher und weiß, worauf man achten muss. Und nicht übersieht, dass man also mit Kontrollzonenregeln was übersieht. Im Prinzip habe ich jetzt einfach mal das gemacht, was eigentlich auch in der Missionsbeschreibung stand. Und einen Panzerfix hier zur Flankierung geschickt und einen anderen dann auch hier unten entlang gejagt. Ich habe, glaube ich, letztes Mal übersehen, dass der vielleicht auch... Ich weiß gerade gar nicht, ob der nicht den Aufklärer dabei hatte. Aber der hat es ja gereicht, auch sich daneben zu stellen und trotzdem so den Ort zu kriegen. Und vielleicht auch so durchfahren können. Ja, ansonsten alle Gegner besiegt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Verlust erlitten habe. Deswegen sind alle Einheiten auch noch topfit, alle Nebenziele erfüllt. Gut, die Hauptziele, das Kesseln hat einen Moment gedauert, aber da ein bisschen Prestige weg. Was soll's? Dafür alle Einheiten wirklich topfit und das tiefenentspannt geschafft, dieses Szenario. Das finde ich doch eigentlich auch wieder schon ganz nett. Ja, wir behalten ja noch alle Einheiten, deswegen können wir das Szenario dann an der Stelle auch erstmal wieder beenden. Hat auch einer war draufgegangen, natürlich ein Spezialist, wie hätte es anders sein können. Aber ansonsten, ja, Punkte sind ganz nett, Nachschub haben wir auch mitgenommen. Und die bessere Ausgangsposition und noch Spezialisten insgesamt dazu gewonnen. Mehr gut. Ich meine, es war damals auch, was musste ich nochmal spielen, den äthiopischen Blitzkrieg, weil da war... hatten die Bewegungspunkte am Ende nicht mehr gepasst und wenn man sowas nochmal spielt, dann kann man die Mission natürlich meist sehr, sehr viel einfacher und besser schaffen. Und ich meine, im ersten Versuch habe ich ja zugelassen, dass diese deutsche mechanisierte Einheit durchkam. Das war halt der große Fehler und dann die einfach nicht vernünftig klein gekriegt, sonst hätte es da auch schon funktioniert. Und unterschätzt, dass wie aggressiv die KI wirklich dann immer die Versorgung kaputt macht. Aber gut, jetzt hat es natürlich noch umso schöner geklappt und wir... machen demnächst weiter bei Tripolis, aber dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.